Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Gravel. Wir sind jetzt in Folge 13. Wir haben noch 14, 15 und das Finale vor uns. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das Finale in einer Extra-Folge gebe, weil ich glaube, es wird... Ich weiß natürlich jetzt nicht, sind es mehrere Rennen, ist es nur ein Rennen, das wird sich zeigen. Aber das hat uns jetzt eigentlich auch gar nicht zu interessieren, weil wir sind in Folge 13 erst unterwegs. Hier haben wir 6 Rennen vor uns. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir haben keine neuen Autos, also natürlich haben wir jetzt noch die Autos, die ich noch nicht die ich schon runtergeladen habe, aber noch nicht jetzt gefahren sind. Aber es gab jetzt seitdem kein neues Update mit neuen Autos, deswegen sind wir jetzt hier unterwegs. Wir haben den Vauxhall Astra 4S Launcher Delta S4, den Toyota 222D, sagt mir jetzt erstmal gar nichts, und den Launcher Delta ECV. Weiß ich jetzt auch nicht, sagt mir auch nichts. Ich dachte, S4 ist das, oder S4 war der größte Delta. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Edizione, weiß nicht, also ich kann die Buchstaben jetzt nicht einfach so freihand jetzt auseinander mir jetzt vorstellen, was das heißt. Ich glaube, wir sind in Delta S4 noch nicht gefahren. Deswegen würde ich sagen, wir machen es jetzt wirklich nach der Reihe durch. Wenn wir nochmal hier ein Rennen fahren, dann holen wir den Toyota, aber wir nehmen jetzt erstmal den S4. Die Martini-Lackierung ist natürlich richtig geil. Hier hinten haben wir nur wieder welche von Rivalen, die wir schon besiegt hatten. Die sieht jetzt auch ganz schick aus, aber den Lancia muss man einfach in der Martini-Lackierung nehmen. Und wir sehen uns direkt in der ersten Runde wieder. Unser Gravel-Channel ist berühmt für spektakuläre Rennen. Heute bieten wir jedoch einen Klassiker. Eine Strecke, die ein paar wilde Fahrer und der Erste, der die Ziellinie überquert, gewinnt. Freunde und Fans dort draußen, heute sind wir in Italien, auf der Strecke von Franciacorta. Bleiben Sie dran, die Offroad-Masters beginnen jeden Augenblick. Ja, ich würde sagen, richtiges Auto genommen, italienische Strecke, italienisches Auto. Jetzt muss nur noch der Fahrer das hinbekommen, ne? So, ja, wir sind schon mal gut weggekommen. Besser als manch anderer hier. Oh, das war jetzt unschön von mir, aber ich war schneller als er, also... Oh. Ja, oh. Ist das jetzt der ECV vor mir? Der hat ja richtig Flügel, als würde er da jetzt abheben. Also ich habe jetzt bei der Leistung mal kurz geguckt, also der... Ich bin schon wieder reingefahren, ey, bin ich doof. Habe jetzt bei der Leistung kurz geguckt, der Delta S4 hat weniger PS als der Toyota und auch weniger PS als der andere Delta, der hier mitfährt, der mit den Flügeln hier. Interessiert mich da aber jetzt, okay, das war jetzt wieder blöd, ich will gar nicht so oft zurückspulen, aber ich fahre gerade irgendwie Quatsch zusammen. So persönlich interessiert mich jetzt eigentlich schon, was diese Abkürzung heißt. Vielleicht werde ich die entweder zwischen den Runden oder nach der Folge mal googeln, um zu wissen, was das heißt. Auf jeden Fall jetzt nicht im Rennen. Oh, das... Ach, Leute, das war jetzt so unschön von mir. Das war jetzt ein Anstandszurückspulen, weil das war ja... Ich fahre jetzt schon wieder hier durch. Was soll denn das? Bin ich behindert? Irgendwie fahre ich die Kurve verdammt mies an. Okay. So. Bin ich zwar trotzdem ein bisschen über den Rasen, aber eigentlich mehr auf dem Körb gewesen. Hat mich ein bisschen weit rausgetragen, aber jetzt kann ich hier innen vorbei. Die habe ich jetzt sehr eng genommen, die Kurve, aber das war gar nicht schlecht. Das vor mir ist dann wahrscheinlich der Toyota, oder? Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie das Heck vom Astra aussieht. Ey, was fahre ich denn zusammen hier? Ah, war ich zu stark auf der Bremse. Aber wir sind zumindest durchgekommen. Also die Speedcross-Rennen haben es doch schon in sich, ne?
Also man ist ja natürlich sehr schnell unterwegs, sonst würde es natürlich auch nicht Speedcross heißen. Aber es sind halt auch echt scharfe Kurven. Und der Druck von den anderen Autos ist halt auch echt enorm. Also die hängen einem dermaßen auf dem Heck hier. Oh, verdammt. Da war ich, bin ich gut rangekommen an den Vordermann. Aber habe die Kurve einfach sehr schlecht, bin viel zu weit rausgekommen. Aber vielleicht, wenn ich hier nochmal so ein bisschen... Aber es ist kein Eliminationrennen, ne? Nee. Ganz normal. Okay, vielleicht kann ich hier ein bisschen... Das ist wieder die Kurve, ne? Auf die, die ich vorhin dreimal zurückgespult habe. Ja, das war jetzt natürlich wieder nicht die feine Englische, ne? Habe ich schön zugemacht, da kam er nicht mehr vorbei. Muss ich nur weiterhin dafür sorgen, dass er auch nicht an mir vorbeikommt. Sehr eng, aber wieder sehr langsam genommen, die Kurve. Hier die kleine S-Linie ist eigentlich okay. Diesmal auch nicht so weit rausgekommen, aber ich glaube, man hätte es mit ein bisschen mehr Speed nehmen können, die Kurve hier. So. Da bin ich immer ein bisschen hart auf der Bremse, aber... Im Grunde genommen funktioniert es für mich so. Ja, aber man sieht, er kommt, also mein Hinterdelta kommt immer gut an mich ran. Also in den Kurven verliere ich doch ziemlich viel Zeit. Oh, zum Beispiel jetzt hier, ne? Da habe ich ihn ja gerade eben noch einkassiert, den anderen. Boah, der war kein schönes, sauberes Rennen, aber zumindest gewonnen. Immerhin. Was für ein packendes Rennen. Ich arbeite schon so lange als Kommentator, aber diese... So, wir haben nur noch Lackierungen, ne? Also, okay, alles klar. Wir schalten, glaube ich, auch nur noch Lackierungen frei. So, direkt ins nächste Rennen. Mal wieder Namibia. Wir werden wieder total viel tolle Sachen erzählt bekommen. 037 Rallye. R5... RS200. Ich glaube, die Klasse sind wir, glaube ich, schon komplett gefahren. Oder? Korrigiert mich, wenn es nicht so war. Aber ich glaube, die sind wir schon komplett gefahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich werde jetzt hier den R5 mal nehmen. Da haben wir eine neue Lackierung. Sieht auch schick aus. Den nehmen wir und rein ins nächste Rennen. Es gibt Leute, die hierher kommen, um Ruhe und Frieden zu genießen. Aber wir tun das sicherlich nicht. Willkommen in Namibia, Offroad-Fans. Hier, an einem der wildesten Orte der Welt, hat der Gravel Channel ein Rennen der Offroad-Masters vorbereitet. Wir hoffen, Sie sind bereit, denn es geht jeden Augenblick los. Ja, für alle, die es interessiert, ich habe kurz nachgeschlagen für den Lancia Delta ECV. Das ist ein Experimental Composite Vehicle. Also das war auch für die Gruppe B, meine ich. Also es war einfach nochmal eine Entwicklungsstufe für den S4, den sie, ja, wo sie eigentlich nur getestet haben. Wollten wahrscheinlich ausreizen, was da so geht. Also ich habe mir jetzt nicht den ganzen Artikel durchgelesen, mich hat nur interessiert, weil ich dachte nämlich... was sich jetzt auch so ein bisschen beschädigt hat, dass der S4 der leistungsstärkste Lancia war, der oder Delta war, der in einem, der bei der Rallye eingesetzt wurde. Ja, der eine Baum auf der Karte und ich fahre volle Kanne rein. Also von Ideallinie gerade ziemlich weit entfernt. Man sieht es ja, dass mich die Gegner schon gut einholen. Aber jetzt hier auf der Gerade sieht man dann doch, also meiner hat halt mehr Leistung als der, der Rallye-Lancia da, der 037. Ich fahre einen Krempel zusammen hier, einen Quatsch. Okay. Das war jetzt aber auch nicht die feine englische Art von unseren Gegnern. Also ich bin auf jeden Fall die langsamere
Strecke gefahren. Da ist ein Fels im Weg. Es ist jetzt wieder... Ich glaube, ich fahre das Ding einfach enger an, oder? Weil... Um an dem Felsen vorbeizukommen. Ja, genau. War jetzt zwar auch nicht super schön, aber es haben wir es zumindest geschafft. So. Also ich finde auch schön, dass wir hier so viele Rallye-Ikonen haben. Also ich persönlich halt Delta Integrale-Fan, aber hier auch der R5, richtig geiles Gerät. Ich glaube die KI, also wenn man jetzt mal auf die Karte guckt, vielleicht könnt ihr ein paar Sekunden nochmal zurückspulen im Video. Die KI hat sich da, glaube ich, komplett verhakt, ne? Beim Wasser sah so aus, als wären sie alle geradeaus in irgendeinen Graben gefahren. So. Überschlag muss nicht sein. So, fast 80% haben wir jetzt. Oh, das wäre wieder knapp mit dem Baum. Fast, sind wir schon über 80%. Ich glaube, das wird ein zweiter Platz diesmal. Also, ich weiß auch nicht, ob das jetzt vor mir auch ein R5 ist. Weil wenn das auch ein R5 ist, dann hat er natürlich die gleiche Topspeed wie ich. Ohne Duell komme ich da nicht ran. So, naja, zweite Position immerhin nicht so schlecht. Auch wenn die heutige Live-Sendung zu einem Ende kommt, ist der Grab... Nee, das war ein Porsche, der vorne mitgefahren ist. Habe ich jetzt die Daten nicht im Kopf, ob er prinzipiell schneller ist als ich. Also ob er da jetzt prinzipiell mehr Leistung hatte, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Okay, weiter geht's. Drittes Rennen. Also wir werden heute auf jeden Fall mal die vier Rennen durchmachen. Ja, hier ist wieder diese tolle Klasse. Die Superklasse, tolle Klasse. Also mit BMW sind wir letztes Mal gefahren, das weiß ich noch. Dann fahren wir den Silverado. Nehmt's mir nicht krumm, ich werde also Silverado oder den BMW X6 fahren. Ich fahre nichts anderes in dieser Klasse. Wir begrüßen die Offroad-Fans, die eingeschaltet haben. Die Final League beginnt und in wenigen Rennen werden wir den neuen Offroad-Master krönen. Alle fahren. Bisschen zu früh noch, oder? Mit dem neuen Offroad-Master. Also wir haben noch einiges an Rennen vor uns. Okay. Ich start's mal neu. Da hat sich irgendwie die KI aufgehangen. Also sie sind, habt ihr ja gesehen, sind nicht gestartet, sind despawned. Dann irgendwie wieder auf die Strecke zurückgesetzt worden. Das ist doch nicht wahr, oder? Okay, ich versuch's jetzt nochmal. Also noch ein letztes Mal das neu zu starten. Ansonsten müssen wir das einfach so fahren. Okay. Also wir müssen das Rennen so fahren. Tut mir leid, ist jetzt halt irgendwie ja bisschen blöder Anfang. Aber sie scheinen zumindest nach dem Respawn alle normal zu fahren. Da schiebt er mich ganz schön an. Ja, ist ja gut jetzt. Ich fahre die Strecke halt irgendwie sehr innen. Sehr weit innen. Was ist denn los? Also irgendwie zieht er bei mir voll nach rechts. Also, das heißt, er zieht darüber. Ich meine, ich lenke da ja dann hin, aber... Gefühlt zieht er mehr rüber, als ich lenke. So, also... Podiumsplatz sollte schon drin sein. Also Dritter will ich eigentlich schon mindestens werden. Dazu sollte man vielleicht versuchen, nicht in irgendwelche Steine zu fahren. So. Wenn der mir da immer so reinbrezelt, ne? Dann fahre ich da jetzt halt auch so rein. So, okay, das war jetzt... Den bin ich da noch nicht mal reingefahren, sondern drunter durchgefahren, als er auf mich draufgesprungen ist. Ja, ist ja gut jetzt. Hallo. Okay, wie kann ich das besser machen?
So, ich kann die Kurve ganz anders anfahren, aber er fährt ja trotzdem in mich rein. Ich meine, er sticht halt richtig krass in die Kurven rein. Er ist richtig immer in der inneren Bahn und zieht halt einfach durch. Also der lässt sich bremsen dadurch, dass er in mich reinfährt. Das habe ich ihn nochmal ausgebremst, aber eigentlich bringt mir das persönlich gar nichts, weil ich muss ja nach vorne besser. Also ich muss ja die Leute vorne einholen. Oh, das war jetzt ja selber schuld. Da bin ich so weit raus. So, jetzt mache ich es aber auch wie du. Vielleicht, also ich fahre komplett ohne Fahrhilfen. Oder was heißt komplett? Also in irgendeiner Folge, habt ihr es auch gesehen, habe ich umgestellt. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, was ich tatsächlich alles ausgestellt habe oder runtergedreht habe. Und es könnte natürlich sein, dass man jetzt hier auf den, auf diesen Stadions Strecken, dass man da besser rumkommt, wenn man ein paar so Traktionskontrolle oder sowas irgendwie mit anhat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, so wie der mich reinballert, so schnell wie der hier fährt, kommt der, sollte der niemals, ich rutsch hier nur, also ihr seht's ja, ich rutsch hier komplett. Aber so wie der in mich reinballert, fährt der ja viel schneller, der kann doch gar nicht so gut um die Kurve rumkommen. Hallo? Ich kann nicht mehr nach rechts ziehen. Wenn der mir so reinfährt, komme ich nicht mehr nach rechts. So, muss man sich halt irgendwie behaupten. Was soll das denn? Ich kann nur versuchen, ihn da irgendwie... Ja, okay, Dritter wenigstens, ja. Und es war jetzt eigentlich sogar ein Leistungsschwächerer. Eine weitere Ausgabe der Offroad Masters endet, aber verzweifeln Sie nicht, denn nächste Woche... Okay. Naja, Dritter, ne? Dritter. Immerhin. Hätte auch schlechter sein können. Weiter geht's. So, was haben wir hier für eine Klasse? Da ist, glaube ich, nichts Besonderes dabei. Also, was heißt, die sind ja alle cool, aber ich glaube, da ist jetzt nichts dabei, was irgendwie, was wir noch nicht gefahren sind. So. Also bei solchen Klassen, bei denen ich mir sicher bin, dass wir alles schon mal gefahren sind. Ich weiß nicht, ob wir den Subaru schon mal gefahren sind, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass wir den schon gefahren sind. Ich bin, weiß es bloß nicht 100%. Klingt auch gut, ich bin sicher, aber keine 100%. Willkommen beim Gravel Channel, meine extremen Offroad-Fans. Wir geben es zu, als wir diesen Steinbruch in Australien fanden. Ja, also bei solchen werde ich versuchen, einfach mal die Abwechslung reinzubringen und die verschiedenen Autos durchzufahren. Zumindest wenn die Klasse jetzt nicht einen riesigen PS-Unterschied innerhalb der einzelnen Fahrzeuge hat. Und das ist hier jetzt eindeutig der Fall. Also die sind alle so um die 600 PS. Also können wir die schön durchwechseln. So, sehr spät gebremst, eigentlich zu spät, weil ich noch in der Kurve noch weiter bremsen musste. Hier auch wieder sehr weit rausgetragen. Ja, sehr, sehr weit rausgetragen. Da kommt halt der Polo auch gut neben mich. So. Das war jetzt pures Glück, dass das mich nicht ausgehebelt hat. Also ich muss viel mehr auf die Bremse gehen vor den Kurven, weil ich rutsch da dann so rein und das trägt mich viel zu weit raus. Ja. Da habe ich es jetzt auch. Ich habe die Kurve irgendwie nicht ganz so scharf eingeschätzt, als sie jetzt war. Immer böse, wenn es so lange geradeaus geht, dann kommt irgendeine krasse Kurve. Boah,
Ja, gut, da muss ich weiter zurück. Da muss ich viel früher anfangen zu bremsen. Aber ich sehe auch, also auf die Entfernung sehe ich zum Beispiel jetzt bei der... Jo. Also anhalten und gegen die Mauer fahren hilft auch nicht. Ich sehe bei der KI auch sehr spät erst die Bremslichter, wenn man sie überhaupt sieht vor sich. Also wenn sie ganz nah sind, ja, aber ansonsten sehe ich die Bremslichter von denen irgendwie nicht. Ja, stand ich jetzt. Ich war zwar voll auf dem Gas, aber ich stand da jetzt einfach. Das hat jetzt mir was geholfen, weil er die, ja, meine, die Autos hinter mir halt extrem ausgebremst wurden. Weil klar steht halt einfach ein Auto mitten auf der Straße. So. Da fliegen wir viel zu weit darüber. Vielleicht schaffen wir es, das ein bisschen zu korrigieren. Ja, nee. Okay. Das heißt, wir müssen von hier aus schon besser anfahren. So. Das war die erste Runde jetzt, oder? Jo. Ich glaube, ich bin der Einzige, der auch so mittendrin ab und zu bremst. Also, aber ich habe das Gefühl, dass ich es anders nicht schaffen werde. Und in den Kurven kommen die halt so ran. Also, das war jetzt. Ich brauche irgendwie. Ich muss die Kurve irgendwie wesentlich besser anfahren. Das war jetzt gar nicht schlecht. Also für das, was ich zumindest auch zurückspulen musste, war es jetzt gar nicht schlecht. Ja, war jetzt schon besser. Ist jetzt auch nicht so super klasse. Aber war jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Ich war nicht mehr auf dem Gas und ich habe da vorher auch ein bisschen zumindest die Bremse angetippt, aber hat nicht gereicht. Okay, da komme ich jetzt oder kam ich jetzt wieder gut an den Vordermann ran. Ja, toll. Gut an den Vordermann ran und habe den Hintermann ein bisschen abschütteln können. Ja, die habe ich jetzt auch sehr schön innen genommen. So. Ja, das war doch jetzt diesmal gar nicht so verkehrt. Das war jetzt gar nicht so verkehrt. Vielleicht schaffen wir es ja sogar. Schaffen wir es noch, den zweiten Platz zu bekommen? Vielleicht hier innen vorbei? Oh ja. Das war jetzt auch ein schönes Überholmanöver. Also die Kurve habe ich jetzt wieder nicht perfekt genommen gehabt, aber das Überholmanöver war sehr schön. Man sollte nicht genau auf den Stein zufahren. Nein, 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 nein. Ah, zum Glück. Ja. Zweiter. Bin ich zufrieden mit? Bin ich tatsächlich Wenn Sie zufrieden noch mit? nicht ohnmächtig geworden. Also, man darf jetzt nicht vergessen, ne? Wir fahren hier auf sehr schwer. Also höchste Schwierigkeitsstufe. Außer es gibt mittlerweile neue, aber ich glaube nicht. Da bin ich echt zufrieden mit. So, zwei Rennen haben wir noch. Die fahren wir natürlich auch. So, was gibt's Neues? Nix, das war der Elektroauto. Der Elektroauto, das war so gut. So gutes Deutsch, es ist unglaublich. Das war das neue Elektroauto. Der Cayenne ist ein bisschen übermotorisiert, oder?
Meine, wir haben hier Autos mit 250 PS und der ballert hier mit 405. Nehmen wir den Land Cruiser, der ist nicht ganz so leistungsstark, aber immer noch ein bisschen besser dabei als der Rest. Hier gibt es das Adrenalin all unserer Rennen und den Enthusiasmus eines vollgepackten Stadions. Ich kann mir einfach. Oh, hört er wieder den Elektrowagen da. Ich finde dieses, das war ja auch das Thumbnail, als wir den bekommen haben, beziehungsweise als wir den zum ersten Mal gefahren sind. Ich finde das richtig unangenehm, dieses Fiepen, was der so von sich gibt. Das war zu spät auf der Bremse, da wollte ich zu viel. Ich will hier ja immer innen durch. Boah. Wie so ein Panzer, der mich da wegschiebt, ey. Also ich finde es eine gute Sache, dass sie hier auch einen Elektrowagen mit reingebracht haben. Jetzt habe ich einen auf Panzer gemacht. Boah, der war bisschen weit rausgetragen, aber sehr schön innen. An der Kurve tue ich mir ein bisschen schwer, also irgendwie bremse ich da zu spät. So, Runde 4. Und schon wieder, irgendwie tue ich mir da wirklich ein bisschen schwieriger. An der Kurve. Also nicht an der, sondern an der da vorne. Ah, da sind wir schon durch. Ich dachte, wir hätten noch eine Runde. Wahrscheinlich habe ich genau vor dem Startziel, vor Wenn der Sie noch nicht Startziellinie drauf ohnmächtig. geguckt, als ich 4 von 5 gesagt hatte. So, letztes Rennen für diese Gravel-Folge und auch für den Part, der auf YouTube kommt. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die heißen hier halt auch Folgen. So, dann nehmen wir jetzt den Ford RS200. Wir haben nur eine Lackierung. Vielleicht haben wir den tatsächlich noch gar nicht gehabt, aber ich meine, wir sind den schon einmal gefahren, als wir ihn bekommen haben. Wenn nicht, dann seht ihr ihn jetzt, zumindest noch in der gleichen Folge, als ich in der gleichen Folge, wie in der ich gesagt habe, wir sind schon durch mit der Klasse. Autopilot, oi, 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 oi. Es wird Zeitfahren, ne? Ich weiß gar nicht, habe bei Zeitfahren schon mal irgendwie was gerissen. Also so sicherlich nicht. Aber das ist jetzt die erste Runde. Ich habe es ja gerade gesehen, ich habe viel zu spät gebremst, also da war ich schon praktisch in der Kurve drin, als ich gebremst habe. Also die erste Runde würde ich gerne nicht bewerten lassen, wenn das in Ordnung ist. So, wir sind, naja, Position 5. Ich kann sogar zurückspulen. Okay, ich dachte, ich kann hier mal wieder nicht zurückspulen. Weil es ja Zeitrennen. So. Ah, das war jetzt wieder schlecht. Das war ein bisschen zu viel Speed und dann kam er da nicht mehr gescheit rum. So, hier nicht zu. Ja, zu lahm auch nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht zu schnell, damit wir nicht zu weit rauskommen. Aber auch nicht zu lahm, weil wir müssen zumindest um die Kurve kommen. Das war jetzt auch nicht so geil. So. Ja, viel zu früh gebremst. Da schon gebremst. Viel zu früh. Aber ihr habt die Bremsspuren gesehen. Also wir waren jetzt wesentlich, wir sind wesentlich weniger rausgetragen worden als letztes Mal.
So, vielleicht haben wir einen Platz gut machen können. Also vielleicht haben wir jetzt 4. Nee, immer noch 5. Neuer Rekord und immer noch 5. Okay, alles klar. Dann muss das jetzt eine gute Runde werden, sagte er und verbremste sich komplett. Drifts kosten halt so viel Zeit. Ja. Drifts kosten einfach viel zu viel Zeit. So. Das war jetzt zwar langsam, aber wir haben zum ersten Mal zumindest die Kurve einigermaßen bekommen. So, hier war jetzt auch nicht so verkehrt. Hier auch nicht. Also wie gesagt, ich hätte gerne wieder einen Podiumsplatz. Der war jetzt noch besser als letzte Runde. Immer noch nicht perfekt, aber besser. Der war jetzt wiederum nicht so gut. Der ist auch sehr ausbaufähig. Ich glaube, man kann das viel schneller nehmen da hinten. Fünfter. Echt? Immer noch? Okay. Fast eine Sekunde langsamer jetzt als der... Nee, gar nicht wahr. Habe ich mich in so kleinen Abständen verbessert? Okay. Na gut. Ich meine, wenn die das sagen, dann wird das so sein, ne? Da kann ich jetzt auch nichts machen. Außer es nochmal fahren, aber das werde ich nicht jetzt machen. So Leute, ich würde sagen, wir haben hier jetzt Folge 13 abgeschlossen. Nächstes Mal geht es scheinbar mit den dicken Autos in den Winter. Und ich würde sagen, lasst mir eine Bewertung da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ludico.